Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Büchertauschpaket. Ich habe mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff getauscht. Und zwar ist ja noch einiges übrig geblieben von den Büchern, die ich aussortiert habe, vertauscht, verschenkt, verkauft habe. Und da habe ich die liebe Jenny einfach mal angeschrieben, ob sie nicht da mal rüberschauen möchte. Und tatsächlich war einiges auf den Bücherstapel, was bei ihr auf der Wunschliste stand. Und da hat sie sich ein paar ausgesucht. Und sie hat mir auch gezeigt, was sie im Moment zum Tausch da hatte. Hatte sie nicht ganz arg so viel, aber da habe ich mir auch ein Buch ausgesucht. Und dann hat sie noch gefragt, ob ich ihr nicht mal meine Wunschliste rüberschicken kann. Dann schaut sie mal bei Avell vorbei, was sie da Schönes zusammenstellen kann für mich. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil ich bin ja so ein kleiner Pingel, was gebrauchte Bücher angeht. Also sie hätte ja auch bei Rebuy oder Medimobs schauen können. Da kann man sehr viel Glück haben und es natürlich ein schönes Schnäppchen machen. Aber da sind natürlich auch die Gebrauchzustände manchmal sehr arg. Und gerade für einen Pingel wie mich ist das natürlich so ein bisschen schwierig. Aber Avell ist perfekt, weil da sind ja eigentlich nur Mängelexemplare mit Stempeln und Kratzern, aber ansonsten sind die neu und ungelesen und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was sie für mich da zusammengestellt hat. Hier ist das Paket. Ihr Paket ist auch schon auf dem Weg zu ihr und ich werde euch natürlich in der Infobox verlinken, sobald sie ihr Unpacking hochgeladen hat, aber ich denke mal, dass wir das zur gleichen Zeit hochladen. Sie hat leider ihr Päckchen gerade verpasst, bevor sie zur Leipziger Buchmesse gefahren ist. Aber dann ist es eine schöne Überraschung, wenn sie nach Hause kommt und kann es dann auspacken. Für mich ist das ein Trostpflaster, dieses Unpacking, dass ich nicht bei der Leipziger Buchmesse dabei sein kann. Ich gucke schon immer so ungern auf Instagram und YouTube, diese ganzen Informationsvideos, weil ich ja ein kleines bisschen neidisch bin. Aber nächstes Jahr ist es dann vielleicht wieder möglich, dass ich hinfahren kann, ja. Aber wie gesagt, jetzt freue ich mich über dieses Tauschpäckchen und hoffe auch, dass Jenny ihr Päckchen mag. Ich habe ihr natürlich auch ein paar Überraschungen noch mit reingelegt und mag das ja mal sehr gerne verpacken. Auch wenn sie wusste natürlich, welche Bücher sie bekommt, habe ich ihr die trotzdem eingepackt, weil einpacken bringt mir einfach Spaß. Habe ihr auch ganz tolles Geschenkpapier gekauft, weil mein Geschenkpapiervorrat war so ein bisschen aufgebraucht. Ja, ich laber hier drum rum, aber das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Wir wollen jetzt endlich mal reinschauen. Und so sieht das, ihr seht nichts, so sieht es von innen aus. Ich sehe eine Karte und ich habe ja gehört oder sehe bei anderen Tauschpaketen immer, die von Jenny verschickt wurden, dass sie sehr, sehr gerne bastelt. Und ich denke mal auch, dass diese Karte selbst gemacht ist. Schaut mal, ist die nicht schön mit einem Cupcake und so kleinen Steinchen, die da drauf sind. Und drauf geschrieben, die schönsten Momente sind Cupcakes oder... Ja, jetzt schauen wir mal, was da drin steht. Liebe Ramona, ich bin sehr froh, so liebe Menschen über YouTube gefunden zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen neuen Schätzen und hoffe, ich habe eine gute Auswahl für dich getroffen. Ganz liebe Grüße und eine Umarmung aus der Ferne, Jenny. Ja, ich muss auch sagen, wie viele tolle Leute man hier getroffen hat und wie schön es ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist einfach einer der größten Vorteile an YouTube, an BookTube. Und schaut mal, auch der Innenteil ist wirklich sehr, sehr schön mit diesen Federn. Ja. Also vielen lieben Dank für deine lieben Worte und ich glaube, du kannst eigentlich keine schlechte Auswahl getroffen haben, weil alles, was auf meiner Wunschliste steht, wünsche ich mir natürlich sehr. Und wir haben auch festgestellt, dass wir wirklich einen ähnlichen Lesegeschmack haben. Und jetzt gucken wir mal. Wow, welch schönes Geschenkpapier. Ich zeige es euch mal nochmal. Das nicht wunderschön? Wow. Das war ja schon im Innenteil von der Karte. Oh, das mag man ja gar nicht auspacken. Mal gucken, ob ich da ein paar größere vielleicht aufheben kann. Ja, bügeln würde ich die Papiere vielleicht nicht, aber oh, es ist schön. So, und sie hat auch immer so kleine Herzen Zettel draufgeklebt und dann so ein paar Notizen mir dabei gelegt. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn da so persönliche Notizen noch dabei sind.
Und hier steht, die Thematik spricht mich leider gar nicht an, aber du stehst gerade total drauf. Ah, okay, dann wird es wahrscheinlich irgendwas mit, ja, kann ich mir vorstellen, vielleicht irgendwas mit Bergsteigen zu tun haben. Weil das hat mich ja letztes Jahr total angefixt. So, okay, ich werde es doch aufreißen. Weil es ist so gut na, wie heißt es denn, mit Tesa geklebt, da muss ich es jetzt leider doch aufreißen. Ah ja. Und zwar ist es von Reinhold Messner, Absturz des Himmels. Die Erstbesteigung des Matterhorns im Jahr 1865, bei der vier Menschen sterben, ist Triumph und Tragödie zugleich. Reinhold Messner erzählt davon. Es ist eine Geschichte von Verantwortung, Vertrauen und Verrat. Eine wahre Geschichte. Ich will noch einmal mit den Bergsteigern hinauf. Ich will nachempfinden, was sie getragen hat und was sie ertragen mussten. Ein Zitat von Reinhold Messner. Hohe Literatur, ja. Sagt eine Sonntagszeitung. Ich bin sehr gespannt. Also von Reinhard Messner habe ich noch gar nichts gelesen. Jetzt ist es ja nicht unbedingt von ihm selbst ein Erfahrungsbericht, aber ich mag gerade diese historischen Sachen so unglaublich gerne. Ja, diese Erstbesteigungen. Ich habe jetzt auch diesen Lesemonat wieder was in der Richtung gelesen. Also das werdet ihr dann ja in dem Lesemonat-Video dann sehen. Und ja, hier hinten ist auch nochmal ein historisches Bild. Also ich kriege dabei Gänsehaut und für mich ist das Abenteuer pur und es weckt seltsamerweise, obwohl es natürlich auch sehr erschreckend und sehr ja, irgendwie horrormäßig ist, was die da leisten. Oder ja, jetzt habe ich wieder zwei Gedanken in einen Satz gepackt. Das mache ich immer ganz gerne. Also es weckt für mich die Abenteuerlust, obwohl das natürlich eher sehr erschreckend ist. Und es ist außerdem sehr, sehr bewundernswert, aber vielleicht auch ein bisschen verrückt, was diese Leute hier leisten. Und ja, ich mag das Cover sehr. Das ist irgendwie, das ist, glaube ich, kein Foto, sondern so gezeichnet. Ja, also das ist schon mal echt cool. Mal gucken, ob ich damit vielleicht warte, weil jetzt habe ich jetzt noch in den Monaten, wo es vielleicht noch ein bisschen ungemütlich ist, diese Bücher gerne gelesen, ob ich damit warte, wenn es wieder so ein bisschen kälter wird, vielleicht im Herbst, im ja, kommenden Herbst, Winter. Ja, und Jenny hatte mir schon mal erzählt, dass es irgendwie, dass sie das gar nicht so anspricht, aber ich hätte damals auch niemals damit gerechnet, dass mich das jemals so packen könnte. Das ist ja nur durch diesen einen Thriller Angstrausch von Sarah Lotz entstanden. So, hier kommt mir noch was entgegen. Und zwar hat sie, oder habe ich sie noch gefragt, ob sie denn auch gerne düftelt, Kerzenwachs düftelt, weil ich auch da ein bisschen aussortiert habe, was mir nicht so gefällt und habe ihr noch ein paar Duftpröbchen da reingelegt. Und sie meinte, ja, sie macht das auch hin und wieder sehr gerne und deswegen habe ich ihr da ein bisschen was ja, zusammengestellt. Und sie meinte, ja, okay, dann schicke ich dir meinen Lieblingsduft. Und da war ich sehr gespannt, welcher das denn ist. Ich wusste, dass es von Yankee Candle ist. Und es ist Lake Sunset. Und das ist klasse, weil ich finde den auch so, so schön. Und ich habe im Moment ja, kein Vorrat mehr von Lake Sunset. Und das ist immer so ein Duft, den man echt schwierig beschreiben kann, weil da so viele Komponenten drin sind. Es hat was Fruchtiges, irgendwie so Ananas. Es hat so ein bisschen was leicht Parfümliches. Was Blumiges, was Süßes, was Frisches, also ein total schöner, angenehmer Duft. Und sie schreibt noch drauf, dass sie es sehr dezent mag. Ich finde aber, dass man den trotzdem sehr gut wahrnimmt in der Luft, wenn man ihn reinmacht. Also, aber stimmt, es ist ein sehr zarter Duft. Ja, also vielen lieben Dank. Das passt sehr gut, weil ich von denen noch keinen ja, Vorrat hatte. So, dann hat sie hier mir noch ein bisschen Tee reingelegt. Natürlich, an ein Bücherpaket darf natürlich kein Tee fehlen. Ich sammle das Ganze mal raus hier. Und zwar sind das von Mesmer. Was haben wir hier? Indischer Holi Drachenfrucht-Mango. Ich muss ja sagen, dass ich nicht so der Früchtetee-Fan bin, weil ich immer diese Säure habe. Und irgendwie schmecken die für mich immer gleich, obwohl die immer toll riechen. Dann haben wir hier Zimtschnecke und das zwar liegt das meistens an der Hagebutte, glaube ich. Zimtschnecke, die sind doppelt. Dann haben wir hier Holunderbeere.
Ja, aber ich finde da immer einen Abnehmer. Also ich habe ja, wenn man dann mal Besuch hat oder wenn man dann mal wieder ein Tauschpäckchen macht, dann sind die perfekt dafür denn. Also, oder ich probiere die einfach immer. Immer zwischendurch probiere ich es dann mal doch wieder, weil die riechen ja dann doch toll. Zimtschnecke oder hört sich toll an. Und wenn ich das ordentlich zucker, vielleicht, ja, ist es denn nicht ganz so sauer. Was haben wir hier? Gewürzkräutertee. Das ist wieder was für mich. Und zwar Magie des Orients. Dann schön mit Milch. Und was haben wir hier? Apfel, Dattel, Feige. Okay. Kommen immer mehr noch hervor. Nochmal Magie des Orients. Original, nee, orientalischer Chai-Tee. Noch mehr Chai. Okay, Jenny scheint auch Chai-Tee-Fan zu sein. Von verschiedenen Firmen. Und nochmal Holunderbeere. Ja, aber jetzt, bevor wir mit dem Kleinkram weitermachen, mache ich mal mit dem nächsten Buch weiter. Hier steht, also hier ist es, wieder wunderschön verpackt. Du hast es mit anderen Cover auf der Wunschliste und der Zustand ist nicht so dolle, aber der Preis war unschlagbar. Na gut, wir schauen einfach mal. Da bin ich jetzt gespannt. Manchmal hat man ja, also Cover, Wunschcover auf der Wunschliste und manchmal ist das ein ja vielleicht auch nicht so wichtig, wie das Cover ist, nur die Geschichte. Das kommt immer so drauf an. Mal gucken, wie das hier der Fall ist und ob der Zustand nicht wirklich ja, abschreckt oder ob das wirklich so schlimm ist. Na. Ich versuche immer noch, das Papier heil zu lassen. Hier geht es, glaube ich, ein bisschen besser. Ah, okay. Und zwar ist das Tarian von Bernd Perpies, Sohn des Fluchbringers. Das ist auch ein Mängelexemplar, aber es scheint halt schon ein bisschen älter zu sein. Also es ist sehr vergilbt. Und was man hier vorne drauf sieht, ist, dass hier mehrere Aufkleber drauf waren. Da werde ich mal schauen, ob ich das vielleicht mit Waschbenzin abkriege oder ja. Also das Vergilbte, das stört mich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Also schlimmer wäre es, wenn es Leserillen, das ist nicht so mein Ding. Und ich glaube, der, welcher Verlag war denn das? Der Manticore Verlag war das, glaube ich, der diese Romane in einer neuen Auflage rausbringt. Und das ist, glaube ich, der Beginn einer Reihe High Fantasy und das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, das Cover sieht aber ähnlich aus. Naja, aber vielleicht ist es ganz gut. Dann kann ich jetzt hier für ja, einmal so ein bisschen reinriechen und sollte es mir gefallen, dann kann ich ja mit der ja, mit der Neuauflage weitermachen. Und ja, also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Und vielleicht kann man, also dieses Vergilbte als Tipp, kann man sehr, sehr gut mit hellem Schmirgelpapier, kann man das abschmirgeln, so diese vergilbte obere Schicht sozusagen. Also ansonsten sieht es aber ungelesen aus. Ist es ja auch. Jetzt möchte ich euch hier einmal vorlesen, worum es geht. Ein Junge stellt sich den Mächten des Bösen. 16 Jahre sind vergangen, seit die freien Reiche vom Heer des Hexenmeisters Calvas überrannt wurden. Und bis heute gilt Ritter Anrian von Agialon als Fluchbringer, weil er dem Bösen ungewollt zum Sieg verhalf. Doch sein Sohn Tarian, der in der Nacht der großen Schlacht geboren wurde, wünscht nichts sehnlicher als den Namen des verstorbenen Vaters reinzuwaschen. Mit dem magischen Schwert Esturial, dem Irrlicht Moosbeere, der Albin Auriel und dem Wehrbären Brom bricht er auf, um das Land von der Herrschaft des grausamen Usurpators zu befreien. Es ist der erste Roman einer großen Fantasy-Saga voller Abenteuer und Magie. Ja, es kommt aus dem Egmont Lux Verlag. Ich weiß gar nicht, ob das eher ein Jugendbuch ist oder eher Erwachsene. Ich sehe gerade, hier ist so eine schöne Karte mit dabei. Sowas, darauf stehe ich natürlich. Und ja, es klingt natürlich nach so typischer High Fantasy, denn mit mehreren Gefährten, die sich aufs Abenteuer begeben. Aber ich finde, alleine die verschiedenen Gefährten klingt natürlich toll. Alleine mit einem magischen Schwert, dieses Irrlicht und einem Wehrbären. Das klingt für mich auch wieder so ein bisschen ausgefallen und dass da doch ein bisschen was Besonderes dabei ist. Ja, also für zum Ausprobieren ist das doch super und so schlimm finde ich den
Zustand gar nicht. So, hier kommt mir noch etwas entgegen, das ist kein Buch. Und zwar steht da drauf, damit Bücher länger schön bleiben. Und sie meinte schon, sie hätte mir bei Abel auch so ein Goodie mitbestellt. Und ich denke mal, dass das so ein Bücherbeutel ist. Und sowas kann ich immer gut gebrauchen, weil wenn ich Bücher in die Tasche stecke, kommen die immer in einen Beutel. Gucken, welcher das... Ach nee, das ist gar kein Beutel. Ach, und zwar ist das ein Buchumschlag. Sowas hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Oder? Hatte ich sowas schon? Glaube nicht. Also ich habe jedenfalls hier keins. Und mal gucken. Das ist jetzt Größe S, wahrscheinlich denn für Taschenbücher sehr, sehr gut. Und da ist eine Eule drauf und ich liebe Bücher. Und der Innenteil ist so richtig schön quietschorange. Ja, cool. Das probiere ich mal aus. Mal gucken, ob das gut klappt. Schön. Vielen Dank. So, hier kommt noch ein bisschen Kleinkram mir entgegen. Und zwar so ganz, ganz niedliche Sticky Notes. Vögel und Vogelhäuschen. Total niedlich. Ja, die gucken dann oben raus. Hier ist so ein kleines Bildchen, wie das dann aussehen würde. Ja, sehr, sehr süß. Was kann man immer gut gebrauchen, wenn man liest und was markieren möchte. Ach, das ist ja auch cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe, dass ich gar nicht so gerne bade. Aber sie hat mir jetzt hier tatsächlich eine Duschbombe reingelegt. Das hatte ich, wo habe ich das denn mal gesehen? Ich glaube beim Christinchen, die hatte auch ein Tauschpaket, aber nicht von Jenny, glaube ich, von jemand anderen. Und da hatte sie auch eine Duschbombe drin. War das Christinchen? Ja, auf jeden Fall hatte mich das schon interessiert, wie das denn überhaupt funktioniert, eine Duschbombe. Mal gucken. Für tiefe Entspannung in nur 3 Schritten. Dusche aufdrehen, Duschbombe weg vom Ablauf am Boden ins Wasser legen, Augen schließen und boom. Aha. Dusche aufdrehen, Tab platzieren, Duft genießen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob eine Duschbombe auch gut funktioniert, um sich ein bisschen zu entspannen während des Duschens, weil ich bade einfach nicht gerne. Dann hat sie mir hier einen Bleistift noch reingelegt mit einem glitzernden Steinchen obendrauf. Geht auch immer. So, und das nächste Buch, bevor wir mit dem kleinen Kram weitermachen. Wir machen das jetzt immer ein bisschen abwechselnd. Hier steht drauf, dieses Buch können wir zusammen lesen. Es liegt auf meinem Sub. Oh, das finde ich cool. Da bin ich gespannt. Das ist, glaube ich, ein Hardcover. Relativ dünn. Das riecht nach Tee. Ich mache einmal das Herzchen ab, damit ich das hier, das Bändchen abziehen kann. Was ich auch toll finde, ist, dass das Bändchen hier nicht an allen 4 Ecken, an allen 4 Seiten drum ist. Dann kann man das nämlich sehr schön abmachen, ohne sich dabei die Finger zu brechen. Also es ist wirklich ein total schönes Papier. Ja, was könnte das sein? Ich meine, ich habe sehr, sehr viele Bücher auf meinem Wunschzettel. Ich habe ja auch geschrieben, sie soll nicht erschrecken. Aber umso schöner ist es, dass man dann auch überrascht werden kann. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Kleinformat ist. Das ist ja cool. Und zwar ist es ein Klassiker. Das Bildnis des Dorian Gray in dieser coolen Ausgabe. Also ich finde jetzt den Typen nicht sonderlich schick da drauf. Da hätte ich eher ein anderes Gesicht gewählt. Aber dieser Rahmen, der ist so schön. Ja, total schön. Und ich finde auch, was ja eher selten ist, dass wenn es im Regal steht, am Buchrücken wirklich auch was hermacht. Ja, und diesen Klassiker, den wollte ich schon sehr, sehr lange lesen und ist ja auch tatsächlich gerade im Büchercasting als Kandidat auch noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er in die nächste Runde kommt. Ich habe da noch nicht ausgezählt, aber den wollte ich eh lesen. Und ja, da würde ich sehr, sehr gerne mit Jenny zusammen lesen und mal schauen, ob ich da auch so begeistert bin. Ich habe eine Verfilmung gesehen, die, glaube ich, aber nicht so nah am Buch dran ist, aber die hat mir schon sehr gut gefallen. Dann habe ich noch ein Let's Play zu Layers of Fear gesehen, das ja auch so ein bisschen in diese Richtung ging, mit Gemälden, die irgendwie zum Leben erwachen. Und hier geht es ja
um Dorian Gray, der sich malen lässt und das irgendwie so ein, ja, ein Pakt mit dem Teufel sozusagen ist, ein Pakt eingeht, dass sein Bild altert und er dafür nicht. Und er lebt das aber so richtig aus. Drogen, Sex und Rock'n'Roll würde man heutzutage sagen, aber damals wahrscheinlich noch nicht. Aber jedenfalls, ja, bleibt er so jung, aber als er das dann entdeckt mit seinem, mit dem Bild, also irgendwie holt ihn das dann doch irgendwann wieder ein. Da bin ich sehr gespannt. Ja, sogar ein Lesebändchen hat das. Also, und Anaconda macht wirklich sehr, sehr schöne Ausgaben. Es ist im Anaconda Verlag und sehr preiswert dafür auch. Ist bei Klassikern natürlich auch möglich. So, oh Gott, noch mehr Tee. Eieieiei. Was haben wir denn hier? Was für ein Ding? Ich kann es leider nicht richtig lesen. Als Gemabo-Tante habe ich auch was für einen glasklaren Durchblick. Gemalio? Ach, Gemako. Als Gemako-Tante habe ich auch was für einen glasklaren Durchblick. Ich weiß gar nicht, ich kenne die Marke Gemako gar nicht. Aber wir werden es jetzt mal aufmachen. Ist das irgendwie ein Brillenschutztuch oder so? Es ist hier so ein kleines. Na, was ist das? So eine kleine Tasche? Tatsache. Ja, ist ein kleines Brillenputztuch mit kleiner Tasche. Das finde ich ja auch cool. Und Gemarco, arbeitest du da? Du arbeitest doch gar nicht beim Optiker, oder? Ja, du kannst mir mal erzählen, was das, ob das irgendwie ein, ja, ein Werbegeschenk von deiner Firma ist oder ja, wie das zusammenhängt, warum du eine Gemarco-Tante bist, weil ich die Firma nicht kenne. Ja, noch mehr Tee, aber ich glaube, das ist alles doppelt, was ich euch schon gezeigt habe, die Sorten. Wahnsinn. Dann haben wir hier noch eine Luxusmaske und zwar Golden Glamour. Aktiviert die Zellen, verfeinert den Ton. So, nächstes Buch würde ich sagen. Und zwar steht da drauf: Lass dich bezaubern. Ja, lass dich bezaubern. Und ich denke mal, das ist das, was ich mir von ihrem aussortierten Büchern ausgesucht habe. Glaube ich. Das ist nämlich ein Kinderbuch und das haben in letzter Zeit auch einige gelesen und das Cover alleine ist der, ja, alleine davon kann man sich verzaubern lassen. Aber der Inhalt klingt auch so mega schön. Und zwar ist es die Duftapotheke. Ein Geheimnis liegt in der Luft von Anna Ruhe. Ist das eine deutsche Autorin? Auf jeden Fall, schaut euch mal das an. Also der zweite Teil ist mittlerweile auch draußen und es ist auch noch illustriert. Wunderschön illustriert sehe ich gerade. Und guck mal, das Vorsatzpapier. Ja, und es klingt einfach wirklich magisch und es ist ein Kinderbuch ab 10 Jahren, glaube ich. In der alten Villa riecht es seltsam, nach tausend Dingen gleichzeitig. Es ist das Erste, was Lucy an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die Gerüche führen nirgendwo hin und der Schlüssel, den Lucy unter einer Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein verstecktes Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und dem Nachbarsjungen Mats macht sich Lucy auf die Suche. Als sie in den verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen kaum. Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt. Doch in den Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für immer verschlossen geblieben.
Ja, und dann steht hier noch ein Zitat: Michael Ende hätte das nicht besser erfinden können. Keine Ahnung, warum man das jetzt unbedingt mit Michael Ende vergleichen muss. Ich finde immer solche Vergleiche blöd, weil ein Buch sollte für sich selbst stehen. Aber gut, ich freue mich da sehr, sehr drauf und hoffe, dass ich mich genauso bezaubern lassen kann wie viele andere. Also Jenny hat es auch sehr gefallen. Und ja, aber sie hebt ja, glaube ich, ihre Bücher immer nicht auf, sondern gibt sie danach dann gleich weiter. So, was haben wir hier noch an Kleinkram? Zum Malieren? Ich bin eingeschlafen. Was ist das für ein Wort? Malieren? Kenne ich das Wort? Maluren? Mabieren? Was ist das für ein Wort? Ach, zu markieren. Oh, ich bin auch so. Naja, gut. Es ist ein K und kein L. Ah, okay. Es ist ein Lesezeichen. Von der Form her hätte ich es mir nämlich auch gedacht. Und zwar sind das solche Magnetlesezeichen. Und sie meint wahrscheinlich, dass man denn markieren kann, wo man eingeschlafen ist. Ich merke das meistens dann, ja, wenn mir das Buch auf die Nase fällt. Aber das ist sehr, sehr schön. Steht einmal Buchs drauf, einmal ein Sternchen und eine kleine Eule. Ja, solche Magnetlesezeichen habe ich auch noch nicht. Wir kommen zum nächsten Buch. Und zwar steht da drauf: Bei diesem Buch bin ich auf deine Meinung gespannt. Es ist ein Taschenbuch, glaube ich. Oder broschiert. Oh, wie toll! Darüber freue ich mich gerade extrem. Weil, ja, ich habe euch erzählt, dass ich diesen Autor für mich letztes und vorletztes Jahr für mich entdeckt habe und er immer mehr zu meinem Lieblingsautor wird. Und ich hatte von ihm hauptsächlich Horror gelesen. Dann habe ich letztens ein Fantasy-Jugendbuch von ihm gelesen oder Kinderbuch, was mir auch gefallen hat. Aber ich hatte halt auch gesehen, dass er eine High-Fantasy-Reihe geschrieben hat und zwar über Drachen. Und das musste ich natürlich auf die Wunschliste setzen. Und das ist natürlich super cool, dass das gerade bei Avell, dass es das gerade bei Avell gab. Und zwar ist das Thomas Finn, oder hier schreibt er eben unter dem Pseudonym Fantasy F.I. Thomas oder Thomas. Krieg der Drachen ist der erste Teil von der Reihe Glühender Zorn. Und ich glaube, das ist nur ein Zweiteiler. Der zweite Teil ist nämlich jetzt gerade erschienen. Und das klang einfach so cool. Und zwar: Sechs Magier, sechs Novizen und ein Krieg beginnt. Einst herrschten grausame, zauberkundige Drachen über die jungen Königreiche. Heute liegt ihre Magie in den Händen von sechs Magiern, dem Orden der Stäbe. Deren Novizen kommen einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Sie sollen getötet werden, um ihren machtgierigen Lehrmeistern die Unsterblichkeit zu verleihen. Ihnen gelingt die Flucht, doch sie können die mächtigsten Zauberer der Welt nur besiegen, indem sie ihr magisches Wissen mehren. Dabei stoßen sie auf eine furchtbare Wahrheit, die hinter der Zauberei steckt und die der Orden der Stäbe um jeden Preis geheim halten will. Es entbrennt ein magischer Krieg, als unerwartet ein alter Feind zurückkehrt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fan von Krieg in High Fantasy. Also klar, wenn das irgendwie, ja, ist es oft ein Teil von High Fantasy, aber wenn es darauf spezialisiert wird, was hier einfach toll ist, dass sehr, sehr viel von Magie und Zauberei die Sprache ist. Und das mag ich immer sehr. Und Drachen, ich weiß nicht, ob vielleicht damit der Feind gemeint ist, der zurückkehrt. Ich hoffe, dass da auch Drachen drin vorkommen und ja, nicht nur die Drachenmagie. Ich finde es auch eine tolle Idee, dass die Drachen selbst nicht einfach nur magische Wesen sind, sondern sie tatsächlich auch Magie weben können. Es ist relativ dünn, hat 480 Seiten oder 475. Und ja, den Zweiteiler, ja, finde es auch toll. Zweiteiler hat man ja auch eher selten und bei High Fantasy. Also ich bin gespannt, ob das reicht, ob man genügend die Welt aufbauen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie Thomas Finn hier seine Fantasy-Welt aufbaut.
und ja, ob er mich in High Fantasy für Erwachsene auch so begeistern kann wie in Horror-Thrillern. Ja, also da bin ich unglaublich glücklich, dass du das ausgewählt hast. Und scheinbar interessiert sie es ja auch, ne? Weil sie ja hier drauf geschrieben ist, hat, dass sie da auf meine Meinung gespannt ist. So, was haben wir hier denn noch Kleines? Dieser Tester soll keine Werbung sein. Er ist waschbar und sehr langlebig. Ach, es ist wieder von Gemarco. Abschminken leicht gemacht. Tag für Tag strahlen schöne Haut. Ach so, das ist so ein kleiner Teppich. Ein Teppichausschnitt. So sieht es jedenfalls aus. Und damit kann man sich wohl gut abschminken. Ideal für das tägliche Abschminken. Okay, dann ist es vielleicht doch deine Firma. Und das kann man waschen. Soll keine Werbung sein, ja. Ich probiere es aus. Ich bin zwar, ich habe, trage zwar kein Make-up oder so. Ich habe eigentlich immer nur mein Mascara drauf und so ein bisschen Eyeliner manchmal. Aber ansonsten habe ich nichts. Aber vielleicht ist es ja auch gut für Wimpern zum Abschminken. Ich teste das einfach. Bin ich ja sehr gespannt. Voll die Neuigkeit. So, und ein letztes ist noch dabei. Achso, hier ist noch eine Kleinigkeit. Das mache ich erst auch. Das lag auf dem Buch drauf. Und zwar steht da kleine Helfer drauf. Ist das vielleicht auch ein Lesezeichen? Von der Form könnte es auf jeden Fall sein. Aber Mehrzahl kleine Helfer, sind das wieder Magnetlesezeichen? Ja, das sind wieder Magnetlesezeichen. Und zwar diesmal in diesen Farben. Ja, auch sehr, sehr schön. Da kann man vielleicht auch mehrere Stellen markieren im Buch. Ist vielleicht so für Fantasy-Spielbücher eigentlich nicht schlecht, so welche Magnete reinzumachen, wo man ja innerhalb des Buches immer hin und her springen muss wegen der Spielregeln oder der Abenteuerblätter oder wo man dann mal was nachlesen muss. Für sowas ist das vielleicht perfekt. So, und jetzt das Letzte. Das Buch ist so schön aufgemacht und gleich auf der Wunschliste gelandet. Ja, sie hatte bei mir gesagt, als sie die ganze Wunschliste durchgegangen ist, dass es für sie auch sehr, sehr gefährlich ist, weil so vieles gleich auch auf ihrer Wunschliste gelandet ist. Ja, das Problem kenne ich. Und jetzt bin ich gespannt. Es ist ein Hardcover, auch relativ dünn. Da bin ich jetzt gespannt, was dich auch so sehr abgefixt hat und was so schön aussieht. Na, ich bin da ja natürlich auch immer sehr anfällig, wenn es hübsche Cover sind. Lustig! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber toll. Und passt jetzt auch gerade total in in meine Leselust. Und zwar hatte ich jetzt letztens auch mal wieder richtig Lust, was Lustiges, Leichtes zu lesen. Und Kerstin Gier ist es nämlich hier, was ich in der Hand halte, ist ja einfach jemand, der unglaublich toll schreiben kann und so lustig schreiben kann. Und ich mag ihre Reihen, die Edelstein-Trilogie, aber auch die Silber-Trilogie und auch, na, wie heißt das denn? Wie heißt es denn? Na, das Hotel, das Winterhotel. Nein, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ich weiß, das Wunderschloss. Sag mal, was ist denn los mit mir? Naja, ihr wisst wahrscheinlich, welches ich meine. Auf jeden Fall hat mich das auch so bezaubert und ich liebe einfach ihren Humor. Und deswegen habe ich überlegt, mal von ihr auch mal ihre Erwachsenenromane zu lesen. Obwohl ich ja gar kein Chicklit- und Liebesromanleser bin, aber von ihr kann ich mir vorstellen, mehr zu lesen. Jetzt hat auch Kali von Kalis Book so sehr von ihr geschwärmt, von ihren Müttermafia-Büchern und so weiter. Und ich hatte mal geguckt, welches mich so am meisten anspricht. Und da habe ich hier diese Sonderausgabe gesehen. Und zwar von Kerstin Gier, wie gesagt, für jede Lesung. Sag mal. Für jede Lösung ein Problem. Und das ist so eine Sonderausgabe. Und oh mein Gott, ist das schön aufgemacht. Und zwar, ich lese euch einmal den Klappentext vor und dann zeige ich euch mal, was daran noch so besonders ist. Was wäre, wenn Ihre Familie, Freunde und Bekannten wüssten, was sie wirklich über Sie denken?
Gary schreibt Abschiedsbriefe an alle, die sie kennt, und sie geht nicht gerade zimperlich mit der Wahrheit um. Nur dummerweise klappt es dann nicht mit den Schlaftabletten und dem Wodka. Und Garys Leben wird von einem Tag auf den anderen so richtig spannend. Denn es ist nicht einfach, mit seinen Mitmenschen klarzukommen, wenn sie wissen, was man wirklich von ihnen hält. Und ich finde alleine die Idee, finde ich schon so cool, und es klingt nach gar nicht so sehr nach Chick-Lit oder typischer Liebesgeschichte hier hinten, ja, hört man ja eigentlich gar nichts von Liebesgeschichte draus raus. Und es klingt wieder sehr lustig, hat aber ja auch so diesen kleinen ernsten Touch. Und was Jenny wahrscheinlich meinte, was so schön aufgemacht ist, einmal das Cover ist so in Papierform und ja, als wenn, hier ist auch so ein Stift und ein Brief dabei, ne? Aber sind die Briefe, also ich habe mich schon gewundert, was liegt denn da drin oder warum sind hier so Spalten? Und zwar sind tatsächlich Briefchen hier drin. Ganz, ganz viele Briefchen, die sie halt an ihre Mitmenschen geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das in dem Taschenbuch einfach nur abgedruckt ist oder ob da auch Briefchen drin sind, aber oh mein Gott, ist das schön aufgemacht. Der Erfolgsroman von Kerstin Gier, farbig illustriert mit Briefumschlägen und Briefen zum Herausnehmen. Ist das eine tolle Ausgabe. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Das wusste ich gar nicht. Ich fand einfach die Ausgabe schöner als diese Taschenbuchausgabe, weil die Taschenausgabe, glaube ich, einfach in Pink gehalten ist. Und das ja, Cover hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das denn schon eher. Ja, das ist ja nochmal zum Schluss so ein richtiges Highlight in diesem Paket. Also unglaublich toll. Ja, jetzt gucken wir mal. Der Karton ist leer. Also was für ein tolles Päckchen, was für eine tolle Auswahl du da getroffen hast und wie viel ja, Abwechslung da drin ist. Ich zeige euch nochmal die Bücher und der Kleinkram ist natürlich auch immer wieder schön. Ne? So, und zwar sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher an der Zahl. Da haben wir ein Klassiker, Oscar Wilde, High Fantasy mit Tarian. Und dann ein Bergsteiger-Roman, Bergsteiger-Erfahrungsbericht, eine lustige Kerstin-Gier-Geschichte, nochmal High-Fantasy und dann noch ein fantastisches, magisches, zauberhaftes Kinderbuch. Also was für eine tolle Auswahl. Ich freue mich riesig, auch wenn jetzt mein Sub wieder ein bisschen angestiegen ist, aber ja, das braucht man einfach. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, welche Schätze sie sich von meinem ja, von meinen aussortierten Büchern ausgesucht hat, dann schaut gerne bei ihr vorbei. Ich glaube, das sind auch so um die 6 Bücher und ich habe ihr natürlich auch noch einige Überraschungen mit reingelegt und ich denke mal, dass wir, ja, wie gesagt, dann die Unpackings gleichzeitig hochladen werden. Also es wird dann irgendwann nach der Leipziger Buchmesse sein. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe, dass ihr auch ein bisschen Freude dabei hattet, zuzuschauen. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine wunderschöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.